Der tolle ISP-Adapter. Ich wollte euch erstmal erklären, was ISP eigentlich so genau ist. Und zwar heißt es im Prinzip, dass ihr einen Mikrocontroller im eingebauten Zustand in irgendein Gerät programmieren könnt. Kann der Italiener da mal so sein Handy da wegpacken? Das irritiert mich. Ja, lauter kann ich nicht reden. Musst du halt die Ohren spitzen. Ja, heißt, dass man im Prinzip irgendwo ein Gerät baut, ja, zum Beispiel ein Pinpad-Controller hat, glaube ich, ein ISP und ja, kann man eigentlich überall reinbauen, ist entweder so ein 10-poliger, so ein 6-poliger, sieht man schlecht, Stecker, den zeige ich gleich nochmal. Ja, ISP ist quasi so der Standard für Atmels. Will man nutzen, muss man nicht unbedingt, es gibt auch andere Möglichkeiten, also bei den Atinis zum Beispiel, bei den 6-poligen, gibt es die TPI-Schnittstelle, die ist ein bisschen anders implementiert. Dann gibt es noch PDI bei der X-Mega-Serie und dann gibt es noch JPEG, Self-Programming über einen Bootloader. Da gibt es allerlei Varianten, aber ich beschränke mich mal auf ISP, weil das wird auch hier häufig benutzt. Also die Mini-Moody hat das zum Beispiel, die normale Moodlamp hat das. Das ist eigentlich das, was man nutzen will. Und so sieht das Ganze aus. Ist in der Application Note AVR 042 spezifiziert, wie es aussieht. Also sowohl die Belegung am Controller als auch die Pin-Belegung von den Ports, also oben der 6-polige und der 10-polige, ist quasi Standard, kann man so sagen. Beim 10-poligen könnt ihr Pin 3 und 5 RXD und DXD verwenden, wenn es der Programmer unterstützt. Also es gibt verschiedene Programme, der USB, ASP hat es zwar schon rausgeführt, aber noch nicht in Software implementiert. Stehe ich irgendwie im Weg? So. Andere Programme machen das teilweise, andere nicht, also die meisten eher nicht. Also müsst ihr halt gucken, ob euer Programmer das unterstützt. Ich verwende es persönlich nicht. Mir reicht die normale Schnittstelle. Das ist so, wie man seine Admins programmiert. Ups. Ja. 10-polig versus 6-polig. Admel sagt, 10-polig ist veraltet, 6-polig will man. Hat vielleicht einfach den Grund, weil RXT, DXT nutzt fast keiner. Der 6-polige braucht halt wesentlich weniger Platz auf dem Board. Also wenn ihr irgendwas Neues baut, einen 6-poligen spart man halt ein bisschen Platz. Auch ein bisschen Routing-Fu habe ich gemerkt, also von den Leiterbahnen her spart man sich auch ein paar Kopfzerbrechen. Eine Brücke spart man sich, glaube ich, je nachdem, wie man es macht. Und ja, also der 10-polige ist quasi Legacy, der 6-polige ist das, was man haben will, sagt Admet. So, Adaptierung. Ja, ihr seht schon, ich habe das mal heute Mittag probiert, das sieht man etwas schlecht, arg schlecht mit dem Beamer. Unten ist im Prinzip eine 6-polige Buchse und oben ein 6-poliger Stecker. Ich kann es mal hochhalten, das sieht man halt schlecht. Ja, bringt nichts auf die Entfernung. Egal. War halt versucht in eine 6-polige, ne? Geht nicht, ist klar. Dann gibt es Leute, die sich sowas bauen. Das ist jetzt eine Variante, wo der einen 6-poligen Programmer hat und im Prinzip rausgeführt auf einen 6-poligen ISP-Stecker und auf einen 10-poligen, weil elektrisch unterscheiden die sich nicht, nur von der Beschaltung her. Hatte ich auch vorhin vergessen zu erwähnen, es gibt Programmer, die haben einen 10-poligen Anschluss, zum Beispiel USB-ASP ist ein ganz aktueller, populärer. Und irgendwelche anderen Hersteller machen halt 6-polige Stöpsel und dann hast du halt immer Probleme, wenn du jetzt irgendwie einen gekauften Programmer hast, den einfach an 10-poliges Device anzuschließen. Dritte Möglichkeit ist sowas hier, das sieht man auch wieder schlecht. Das hier links sind so Jumper-Cables, die ich einfach auf den Programmer gesteckt habe, um ein 6-poliges Device zu programmieren. Ich habe mir auch auf meinen Programmer so eine Belegung drauf geklebt, damit ich mal weiß, welcher Pin was ist. Geht, ist aber nervig. Also gerade wenn man eine größere Anzahl von 6-poligen ISPs hat, muss man immer mit Breadboard, mit den Jumper Wires rumhantieren. Das ist etwas nervig. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich baue einen Adapter dafür. Und zwar im Prinzip nichts anderes als eine 1:1 Durchschaltung. Links ist hier, sieht man meine Mauskarte, ja, sieht man, ist im Prinzip der 10-polige, rechts der 6-polige und in der Mitte habe ich nochmal als, sieht man auf die Entfernung da hinten wahrscheinlich nicht, als Pinheader rausgeführt, dass man so eine Adaptierung trotzdem nochmal machen kann. So sieht das Ganze in Real Life aus, das ist im Prinzip das, was ich hier in der Hand habe. Willst du eins haben? Ja? Was? Willst du eins haben? Ja, da wollte ich gleich noch drauf zu sprechen kommen.
So sieht das Ganze aus. Ist überhaupt keine aktive Logik drauf, nur ein paar Leiterbahnen werden halt geätzt, Bauteile drauf, bohren, fertig. Also erst bohren, dann Bauteile drauf, ist klar. Okay, ja, stimmt, das weiß er schon. Genau, diese Teile hier habe ich mal ins Wiki gesetzt. Da gibt es eine Interessensliste, ist auch bei den Projekten verlinkt, nennt sich ISP-Adapter im Wiki. Also wenn so ein Ding jemand haben will, dann haue ich nochmal Edsbart an und Eds nochmal eine Runde, wenn ich keine mehr habe. Muss ich mal gucken, wie viel ich noch habe, aber bei einer Serie ist mir leider die Spiegelung verkehrt rumgegangen. Ja, ich habe mal irgendwie 3 Euro für so ein Kit angesetzt, also mit Bauteilen. Die Wannenstecker haben wir noch da. Das weisen die übrigens wirklich. Ja, 3 Euro hatte ich so gedacht. Also Spende geht dann an den Raum, ist klar. Ja, wer sowas haben will, Wiki eintragen oder mir Bescheid sagen, dann gucke ich, ob ich noch welche da habe. So, ich habe noch... Ich habe noch 2 Sachen, und zwar, ich wurde des Öfteren in der Vergangenheit gefragt, wo kriegt man eigentlich so Tamper-Wires her? Was ich ja hier auf dem, ja gut, sieht man halt schlecht, sind halt im Prinzip die, halt auf diese Pinheader da drauf machen könnt. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, also es gibt bei Watterott-Elektronik 20 cm und 10 mm für je 2,75. Wenn ihr mehr Zeit habt, bei Deal Extreme gibt es einen 50er-Pack für 4 Euro. Dauert halt irgendwie 3 Wochen zu verschicken. Und die Hirschmann-Teile, you really don't want to know. Also ein Stück kostet 2 Euro bei denen. Und ob die so viel besser sind. Also die Build-Quality von Deal Extreme ist richtig gut. Auch wenn ich jetzt ein bisschen Schleichwerbung mache. Watterott habe ich noch nie gehabt. Vielleicht kann da jemand von euch was sagen, wenn jemand da schon mal bestellt hat. Die sind auch okay, ja. Aber sie sind halt wahrscheinlich auch, Watterott kauft wahrscheinlich bei Deal Extreme ein, verpackt die halt in 20er-Packs, in 10er-Packs und... Also Watterott verteilt vor allen Dingen auch so Sachen wie Sparkfun. Ja. Der Punkt ist halt, wenn du halt nur Jumper Wires haben willst, macht es eigentlich keinen Sinn, einen 10er-Pack bei Watterott zu stellen, weil du zahlst halt 2,75 plus 5 Euro Versand. Und Deal Extreme liefert halt kostenlos. Das war halt so die Sache, die halt das öfter mal aufgekommen ist. Die zweite Sache, wo ich immer gefragt wurde, so von wegen, ja, ich habe hier so ein Device, was seriell spricht und will das eigentlich konnektieren. Und da gibt es ja diese USB RS-232 Wandler, die ja eigentlich nichts anderes als TTL-Level raushauen. Und ich habe dann aus diesen Jumper Wires und einem Deal Extreme Produkt, habe ich mir dann so einen Serial-Adapter gekauft, den ich direkt am Rechner stelle. Super Qualität vom Beamer. Ich kann es ja mal zeigen, ich habe das sogar dabei. Okay, zeige ich gleich, wenn die Präsentation rum ist. Ich habe halt hier ein paar Jumper Wires dran gelötet, habe das Ganze mit Schrumpflauf versehen und das ist im Prinzip so ein Nokia Adapterkabel für Nokia Devices, ist aber im Prinzip Profilic Technology PL2303 Serial Port. Kostet 3,52 € bei meinen Deal Extreme Freunden, habe ich ein paar Jumper Wires dran gemacht und damit hast du im Prinzip, kannst du einen Rechner stecken, hast du Serie. Ist halt praktisch für irgendwelche Router-Geschichten, ja, wenn ihr irgendwelche Router-Serial debuggen müsst und da Pinheader drauf löst, dann ist das ganz praktisch. Dann müsst ihr nicht immer mit diesen Jumper Wires rummachen, sondern einfach drauf und passt. Ja, ich stelle den Vortrag gleich noch ins Wiki, dann könnt ihr euch die Links auch anklicken. Ja, das waren so die kostenlosen Bastentipps für diese Woche. Wer sich das Kabel mal angucken will, ich kram das mal raus. Adapter habe ich auch hier, könnt ihr euch auch angucken gleich von mir. Ja, das war's so. Von mir.